Was bedeutet Familienfreundlichkeit und Förderung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern konkret? Ja, für mich bedeutet es, dass wir attraktive, familienfreundliche Angebote für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zur Verfügung stellen und dafür auch Rahmenbedingungen, damit unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen diese auch nutzen können. Wir in der Personalentwicklung haben die Schwerpunkte Fit, Schlau, Vorn. Der Fit-Bereich betrifft die betriebliche Gesundheitsförderung. Im Schlaubereich, das ist der Qualifizierungsbereich, haben wir ein breites Schulungsangebot. Der Vornbereich ist der grobe Bereich zum Audit Beruf und Familie, zur Vereinbarkeit Beruf und Familie. Für mich bedeutet das, dass ich schon 36 Jahre in der Firma bin. Das ist eine sehr, sehr lange Zeit. Und das hat mich auf die Zeit gebracht, dass ich umsteige in die Altersteilzeit. Für mich war ein schneller Wiedereinstieg aus der Karenz sehr wichtig. Und aus diesem Grund habe ich die Möglichkeit, auch während der Karenz geringfügig zu arbeiten, besonders toll gefunden, weil da hatte man die Möglichkeit, am Ball zu bleiben und so langsam in die Rolle als Working Mom hineinzuwachsen. Also ich bin ja Karosseriebautechnikerin und mache eine Lehre. Und das ist ja ein atypischer Beruf eigentlich, den was jetzt nicht so viele Frauen oder Mädchen wählen. Und bei uns in der Holding ist das überhaupt kein Thema, ob man jetzt eine Frau oder ein Mann ist. Man wird einfach gleich behandelt. Ja, für mich ist es sehr angenehm, bei der Holding Graz zu arbeiten, weil ich sich für mich damals die Frage gestellt habe, ob ich Väterkarenz gehen kann, es kein großes Thema war, dass ich das in Anspruch habe nehmen können. Und die Väterkarenz kann ich allen nur empfehlen. Es bringt eine Vertiefung der Beziehung zwischen dem Kind. Das, was für mich bis heute eigentlich wahrnehmbar ist, dass es sehr schön ist, eine kurze Zeit, so wie es bei mir mit 4 Monaten waren, alleine mit dem Kind zu verbringen. Ich arbeite als Spartenbereichsleiterin der Abfallwirtschaft in einem sehr von Männern dominierten Bereich. Dennoch ist es meiner Meinung nach sehr wichtig, gerade weibliche Führungskräfte in ihren Aufgaben zu unterstützen und diese zu fördern. Die Holding Graz bietet dafür ein tolles Mentoring-Programm an, an dem ich teilnehmen kann. Ein sehr gelungenes und tolles Programm, um den Anteil an weiblichen Führungskräften noch weiter voranzutreiben. Als interne Auditbeauftragte für Beruf und Familie betreue ich die Holding Graz seit dem Jahr 2012 in diesem Auditierungsprozess. Und ich muss sagen, seither ist ganz, ganz viel passiert. Als wir gestartet haben, da gab es rundherum ganz, ganz viele Aha-Erlebnisse. Ich arbeite ja eigentlich wirklich in so einem tollen Unternehmen und wir haben schon so viele Maßnahmen, sei es die Gleitzeit, die bezahlte Pause, Fortbildungsangebote in der Dienstzeit und. Vor allem aber auch ganz viele informelle Regelungen seitens der Führungskräfte, um ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Notsituationen entgegenzukommen. Und das ist für mich fast das Wichtigste, also auch so Bewusstseinsarbeit, die da passiert ist. Aha, wir arbeiten ja wirklich in einem Klassenunternehmen. Holding Graz, weil uns du, deine Karriere und deine Familie wichtig sind.